Servus, hallo und willkommen zurück zu der Magical Quest Starring Mickey Mouse, Part 5. Nein, das ist der 6. Part, hast dich versprochen, Mickey. Jetzt red mal ich wieder hier, ja? Wir waren im letzten Part in der Eiswüste unterwegs, haben das Walross besiegt mit einigen Komplikationen und sind jetzt endlich am Schloss angelangt. Das letzte Level, Carlos Burg. Da läuft's mir eiskalt den Rücken runter. Das ist wirklich dunkel hier. Vielleicht ist das gar nicht die Burg des Imperators. Nein, überhaupt nicht. Huff, huff. Hey, das ist Pluto. Das muss also die Burg von Kater Carlo sein. Ich rette dich, Pluto. Bleib ganz ruhig. Ich bin aufgeregt für uns beide. Ich habe wirklich Gänsehaut. Vielleicht ist mir auch einfach nur kalt, ich weiß es nicht. Ach, was kann ich mich an diese Burg erinnern? Ich bin da als Kind verrückt geworden. Die Musik, die Gegner, die Architektur. Dann diese kurze Sequenz, die einem den eisigen Schauer über den Rücken laufen lässt. Aber wir sind ja schließlich hier, um unseren Hund zu retten. Wir dürfen uns hier keine Zeit lassen. Was war das nochmal? Ach ja, richtig. Die können auch kaputt gehen. Genau. Wenn wir da zu spät draufspringen, dann reißen die Dinger. Muss man echt aufpassen. Ich weiß nicht mal, wo hier der richtige Weg ist. Ah, es gibt hier mehrere Eingänge. So war das. Und wir müssen jetzt den richtigen finden. Kriegen hier erstmal Herzen spendiert. Vielen Dank. Es ist natürlich die Frage, wo wir hier lang müssen. Hier schon mal nicht. Aua. Wenn wir in eine der falschen Türen gehen, wenn man sie Türen nennen kann, dann... Dann kommen wir irgendwo vollkommen anderes raus. Irgendwo, aber nicht da, wo wir es brauchen. Die müssen wir jetzt einfach als... Oh mein Gott. Schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Oh, das war knapp, das war knapp. Ah, komm schon. Ich schaffe es. Ach, das ist doch fies. Ich will hier rauf. Komm schon. War das vielleicht mein Lift? Ich weiß es nicht. Ah, wir können hier tatsächlich runter. Und gehen drauf. Schön. Niemand hat behauptet, dass es einfach werden würde. Und ich will gar nicht wissen, wie oft ich diesen Screen schon gesehen habe in diesem Let's Play. Obwohl es so kurz ist. Ich bleib dabei, ich stelle mich einfach an. Oder aber ich bin einfach nicht mehr für Jump'n'Runs gemacht. Auch das könnte natürlich eine Erklärung sein. Ich bin ja eigentlich, wenn man das noch nicht mitbekommen hat, ich bin ja eigentlich Action-Adventurer. Das ist eher mein Ding. Ja, ich bin noch da. Ich konzentriere mich einfach nur. Weil ich echt wissen möchte, was sich da unten verbirgt. Denn ich würde auch ganz gern ein bisschen Zeug einkaufen. Wird auch langsam Zeit. Warum gibt es hier ein Herz, das leuchtet und die anderen nicht? Macht das irgendwie einen Sinn? So, hier wechsle ich auf jeden Fall mal auf Magic Mickey zurück. Und aufgeladen schwimme ich da jetzt runter. Die kommen auch nicht runter, die trauen sich nicht. Angst vor meiner Zaubermacht vermutlich. Wir kommen auch so rein, wir müssen nicht alles wegballern. Und jetzt? Jetzt ist die Frage, was kaufen wir uns? Wollen wir noch ein Herz? Nein, wisst ihr was? Wir kaufen uns das hier. Sieht jetzt auch vollkommen anders aus. Das werden wir vermutlich brauchen. Zumindest beim Endgegner hier. Kann ich die nicht abknallen? Das wäre doch jetzt so toll. Nein, kann ich nicht. Oh, das ist ja ultra praktisch. Komme ich da wenigstens rauf? Das muss ich wissen. Wie komme ich da rauf?
Mit dem Bergsteiger, Mickey? Das könnte noch eine Möglichkeit sein. Das probiere ich jetzt auch. So, mir ist einfach mal... egal, was das hier Punkte liegen, die lasse ich jetzt zurück. Aber andererseits, wir haben ja das, die Fähigkeit immer noch. Das heißt, wir müssen ja noch nicht mal was auswählen. Ist vollkommen egal. So. Die Herzen sammeln wir uns ein. Aber hier wird uns doch angezeigt, dass wir wechseln sollen. Aber warum? Was passiert eigentlich, wenn ich die abschieße? Gar nichts. Jetzt müssen wir es eben irgendwie schaffen, darüber zu kommen, ohne runterzufallen. Diesmal! Oh mein Gott, oh mein Gott! Bergsteiger Mickey, Bergsteiger Mickey! Wir ziehen uns einfach mal unter Wasser um. Klappt das? Klappt das? Komm schon, das muss! Nein, tut es nicht, zumindest nicht bei denen. Ich muss mich irgendwo an der Kante festhalten, glaube ich. Es fängt schon wunderbar an. Ach, was freue ich mich doch, wenn ich dem Imperator gegenüberstehe. Och ja, ich will gar nicht wissen, wie oft ich dieses Level als Kind tatsächlich damals verbockt habe. Und wie lange ich es jetzt noch verbocken werde. Die Frage ist auch, ob wir da überhaupt nach oben müssen. Also da links jetzt. Vielleicht ist das tatsächlich der richtige Weg und ich ignoriere den ganz gekonnt. Ich möchte keine Safe States einsetzen. Wie kommt das denn? So. Jetzt komme ich da aber rüber. Yes! Was ist das? Es hat auf jeden Fall nach oben gezeigt. Warum auch immer. Komme ich da so rüber? Ja, da muss ich wahrscheinlich nach links. Das ist die Frage. Ist das richtig? Ich glaube es eigentlich nicht. Deswegen lasse ich es auch. Moment. Den müssen wir mit Magie aktivieren, dann können wir da drauf fliegen. Aber der fliegt quasi von alleine. Es kommt halt darauf an, in welche Richtung wir zeigen. Und das ist jetzt, glaube ich, auch der richtige Weg. Oder? Ja, genau. Das war auch der richtige Weg. Wir müssen es jetzt schaffen, quasi da runter zu gleiten. Das ist nur die Frage, links oder rechts? Ach, genau. Da sind einfach nur Stacheln. Wir müssen es schaffen, den Stacheln auszuweichen. Auch da habe ich als Kind sehr, sehr lang gebraucht. Sehr, 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 sehr lang. So, hier ist Endstation für uns. Ach, hier ganz, ganz kleine... Wow! Oh mein Gott, der Teppich rutscht mir quasi unter den Füßen weg. Das macht es so unglaublich schwer, ihn zu steuern. So, rauf da jetzt! Auch hier nicht so viel Zeit lassen. Ja, das klappt doch ganz gut bisher. Sofort nach rechts, wie ich mich erinnere. Genau. So. Aua, aua, aua! Oh, das war knapp. Das war richtig knapp, Freunde. Aber dafür haben wir es heil überstanden. Mein Gott. Was muss ich hier machen? Muss ich hier Magie einsetzen? Nein, auch nicht. Aber wir müssen zumindest mal kurz die Verkleidung wechseln. Wir sind wieder... Na, und was, wenn ich draufsteige? Einfach nach oben drücke. Wir sind wieder Feuerwehr-Mickey. Feuerwehrmaus-Mickey. Hier sehen wir zumindest schon das Wappen von Carter Carlo. Ich finde sein Schloss aber sehr, sehr angenehm. Auch hier ist die Frage, wie kommen wir da hoch? Ah, okay. Ohne Probleme eigentlich. Jetzt müssen wir es halt schaffen, das hier so ein bisschen nach rechts zu bewegen. Ohne uns abschießen zu lassen. Aua. Wow. Auch das wird ein Spaß. So, und schnell da drüber jetzt. Jetzt habe ich die Explosion nicht im Auge gehabt. Wir haben nur noch die Stage, dann stehen wir Carter Carlo gegenüber.
Na, komm schon, wir wissen, wo wir sind. Wir müssen nicht nochmal auf die Karte gucken. Wie oft er sich verläuft, oder? Dass er ständig auf die Karte gucken muss. Ich verstehe nicht, wozu die Dinger da sind. Moment. Wir haben ja noch eine Fähigkeit. Es macht überhaupt keinen Sinn wieder alles. Aua, es macht auch keinen Sinn. Kann ich mir die packen? Nein, kann ich auch nicht. Na gut. Aber irgendwas hat es doch mit diesen Dingern auf sich. Kann ich dem auf die Rübe springen? Ja, tatsächlich kann ich. Sollte ich hier vielleicht auch tun? Ah, leichter gesagt als getan wieder. Und er respawnt auch wieder. Also hier Obacht. Ah, nicht so viel Wasser verspritzen. Ist kostbar. Nicht nur in Afrika, sondern auch in Mickey Mouse. Uiuiui, komm. So, das war richtig knapp. Kommen wir da noch drüber? Ja, kommen wir. Ich find's blöd, dass ich die Kugeln nicht abwerfen kann, die Kanonenkugeln. Jetzt einfach schnell drüber, solange wir noch blinken. Ich glaube, nur so kriegen wir es hin. So, da können wir gar nicht nach oben, oder? Doch, können wir. So, da kommen wir einfach mal mit dessen Hilfe drüber. Was kommt hier noch? Sind hier wieder mehrere dieser Eingänge? Also da wäre einer. Ich habe aber links noch einen gesehen. Wow! Nicht zerquetschen lassen. Also ich sag, der links ist es. Wenn da überhaupt ein Eingang ist. Also ich meine, hier geht diese ganze Labyrinthgeschichte weiter. Ah! Ja, ist natürlich jetzt eine gute Frage. Da oben gibt es vermutlich auch noch was. So. Warum kann ich nicht auf dem landen? Warum geht das nicht? Ach, das ist ja nett. Vielen Dank. Ah, ich glaube, das geht... Nein, 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 das war keine Absicht. Ah, Mann. Das war der falsche Weg. Oder? Oder? Ja. Dann müssen wir wieder gegen den hier kämpfen. Na, komm. Bringen wir es hinter uns. Aber jetzt mit den Fertigkeiten ist es natürlich ein bisschen einfacher. Ich werde trotzdem draufgehen. Ich werde sowas von draufgehen. Ich weiß es einfach. Na, komm, flieg. Komm her, komm her. Braver Fledermäuserich. Wenigstens eine andere Farbe hätten sie ihm geben können. Und ich glaube auch, jede Tür, die wir falsch betreten, hat zur Folge, dass wir gegen einen dieser Kumpanen hier kämpfen müssen. Das heißt eben ausprobieren, auswendig lernen, welche Tür darf ich nehmen. Aber ich meine, es ist entweder die letzte oder die vorletzte, die man erreichen kann. Sinn würde die vorletzte machen. Die letzte einfach nochmal als Falle. Ich wollte da doch eigentlich gar nicht rein. Ich wusste, dass das auf jeden Fall nicht funktioniert. Ich meine, warum sollten die Designer so dumm sein und das Level weitermachen und sich Mühe geben beim Programmieren und aber vorher schon den richtigen Weg freigeben? Und ich habe auch nur ein Herz, fällt mir gerade auf. Ja, das ist vollkommen egal, weil wir stürzen uns sowieso in den Tod. Ach, das ist doch richtig schön. Ah, nein, und dann komme ich da auch noch raus und muss gegen den kämpfen. Ach, ich habe keine Lust mehr. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Ich weiß doch gar nicht, ob es sich hier lohnt, das ganze Wasser zu verspritzen. Ich glaube nicht wirklich. Es muss auch so gehen. Nee, ich erreiche ihn so noch nicht mal. Hm, vielleicht kann ich ihn ja mit dem Bergsteiger Mickey runterholen. Von seinem hohen Ross. So, zack. Ich habe auch gar nicht mitgezählt, wie viel Hits der überhaupt verträgt. Ich sag jetzt mal so 7, 8, oder? Kann das sein? Kommt das ungefähr hin? Nicht runterfallen, Mickey. Nicht schon wieder. Aber ich habe auch immer so ein Glück, oder? Dass immer beim letzten Mal passiert irgendwie genau sowas. So.
Jetzt kann ich nicht auf ihn draufspringen. Super. Ich spiele das allgemein viel zu risikoreich. Ich sollte ja eigentlich total den Bogen um den Kerl machen. Aber ich will nicht. Ich will endlich, dass er schnell drauf geht. So. Es dauert halt einfach nur so elendig lang. Wahrscheinlich nehme ich das ganze Spiel einfach nicht ernst und das ist der Fehler. So. Aber jetzt dürfen wir wahrscheinlich weiter. Bitte!